Ich bin der Dynamic, Rapper bei Diesel Gute. Once in a year, though this shit is my L. Got a hop in a rear flow. I'm not a rapper, the more reason you be where I blow. See Claire, yo, I'm so special, Movado. I'm so versatile, the way I lay the verse. Add dynamical, get to all you hate, that's great and curse. I observe, the silly niggas and I converse. Ich hab angefangen Musik zu machen im Alter von 12, 13. Hab mal angefangen so Texte zu schreiben. Waren am Anfang keine 16er, sondern 32er oder 64er. Und einfach mit Schulkollegen Texte geschrieben, aufgenommen. Aufgenommen habe ich aber allerdings erst im Alter von 16, 17, sage ich mal. Ich bin zu dieser Gute gekommen durch einen guten Freund, John Smile, ihr kennt ihn, der Typ mit dem Smile. Und ja, er hat sich zusammengetan mit Etoile Deluxe, das sind Rapper, ihr kennt sie, Frangin Solani und Johnny Black. Und ich habe halt gesehen, dass John Smile sehr aktiv war mit denen, hat Tracks mit denen aufgenommen und ich habe ihn halt auch immer gedrängt, dass ich auch was aufnehmen will. Und so, glaube ich, ist unser erster Track entstanden, Milch und Schokolade. Ihr kennt ihn. Eine gute Frage. Adynamic besteht aus Addy und Dynamic. Dynamic, Dynamik kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt Kraft. Und Dynamik beschreibt eigentlich die Bewegung von Körpern unter Krafteinfluss. Und so habe ich mich gesehen, als ich Lyrics geschrieben habe damals. Ich wollte halt Leute mit meinen Lyrics bewegen. So, glaube ich, bin ich auf den Namen gekommen. Also ganz bestimmt sogar. Meine Aufgaben in der Band, ich würde sagen, die dopesten Lyrics zu liefern, Zusammenhalt, eben viel beizutragen, um diese Gute nach vorne zu pushen, die positive Vibes zu liefern und ja, ja. Ob unsere Musik ohne die Texte genauso wirken würde? Ich sehe es nämlich so, also es gibt, okay, wir haben einen super Producer, Frangin, die Beats sind super, aber ich bin einer, im Laufe der Jahre, man wird älter, man wird kritischer und man achtet mehr auf das, was man hört. Und ich würde sagen, Lyrics, eben die Texte und eben die Beats gehen Hand in Hand zusammen. Träume, puh. Dream chases don't sleep. Ich träume jeden Tag. Also jeden Tag habe ich einen neuen Traum und eben erfolgreich sein. Finanziell unabhängig zu sein. Eine große Familie, viele Kinder, das Übliche halt. Ängste. Ich glaube, ich habe keine Ängste. Ich glaube, ich bin ein recht netter Mensch. Ehrgeizig, also wenn ich was will, dann schaue ich, dass ich wirklich daran arbeite, kritisch. Ich bin noch ein Perfektionist, also ich will, dass alles wirklich perfekt abläuft und so. Und ja, das sind, glaube ich, die Hauptkriterien, die Hauptcharakteristiken von mir.
Mein größter Erfolg. Ich würde sagen, ich habe schon viele kleinere Erfolge gefeiert, aber auf den größten Erfolg, darauf arbeite ich noch hin. Also, stay prepared. Sagen, mein größter Verlust sind Leute, die mir nahe gestanden sind, die von mir gegangen sind, ob Verwandte, Freunde, wie auch immer. Also das sind Verluste, glaube ich. Mein größtes Idol, ich würde sagen, ja, meine Eltern. Meine Eltern waren immer für mich da, haben immer geschaut, dass es mir gut geht. Mir geht es ziemlich gut, wie ihr seht. Und ja, meine Eltern, shout out, Moms and Dads, you already know. Rap in Wien, das ist eine gute Frage. Da tut sich wirklich einiges. Also ich glaube, alle Rapper sind hart am Arbeiten, Texten. Ich zähle mal ein paar Rapper auf, die mir positiv aufgefallen sind. Zum Beispiel Shada to Maomi, Item 7, Salut. Dann JD, Johnny Drastic. Macht sein Ding genauso. Er ist sick, er ist echt sick mit den Bars. Dann Miske Bones. Bin ich gut drauf, yeah. Geh jetzt raus, Sonnenbrille auf. Durch die Schickimicki-Straßen, Windows-Shopping ist da. Ich bin die Frau, die sich nimmt, was sie braucht. Und auch mal tiefer in die Taschen, grad wenn sie sich was kauft, yeah. Darf man nicht weglassen. Machen auch ihr Ding. Slim 21. Shout out. Wien 21. Du weißt Bescheid. Yeah. Mütter sind am Flennen, wenn der Streifenwagen kommt. Yeah. Es geht ab in den Knast, yeah. Wenn der Streifenwagen kommt. Yeah. Du schmeißt weg dein Hasch. Meine Jungs hier in den Straßen machen Para mit dem Rauschgift. So wie Nedis ihre Lebensaussicht Blaulicht. Soziopath reicht nicht für den Lifestyle eines Players. Can't care about a hater, cause I'm all about the paper. Und ja, das sind mal Rapper und Musiker, wo ich mir denke, ja, die leisten was, die tragen ihren Beitrag, tragen was dazu bei. Sie tragen was zur Wiener Musik bei, zum Wiener Rap. Ja, Politik in Wien. Ich würde sagen, das ist ein sehr hakliches Thema. Weil in letzter Zeit hört man halt öfters was von Politik und Korruption. Und ja. Also in der letzten Zeit würde ich sagen, eher negativ. Also ich kann nichts Positives über Politik sagen oder über die Politiker. Kommende Projekte von diese Gute. Ja, 2013 werden wir ein paar Videos rausschießen. Tracks auf jeden Fall. Wir sind am 19. Jänner 2013 in der Arena. So, see you there. You already know. In 5 Jahren sehen wir uns auf jeden Fall in den Charts. Und ich sehe mich in 5 Jahren garantiert in Bahamas, in meiner fetten Crib, chillen im Pool. Thank you.
Ja, zu meinen Fans da draußen, ich kann euch nur salutieren und sagen, ihr seid die Besten, nicht ich. Immer weiter googeln, weiter Facebooken, kommentiert mir. Wenn euch was nicht gefällt, dann sagt es mir sofort. Aber wie gesagt, ich liebe jeden einzelnen von euch. Salute.